Ja, ich begrüße euch herzlich zur heutigen Vorlesung. Wir sind im Kapitel 10 gelandet, wie man hier sieht, und wir wollen uns in diesem Kapitel mit dem Thema Roboterprogrammierung beschäftigen. Natürlich ist es wichtig, nachdem wir alles jetzt gelernt haben, wie wir Roboter beschreiben, nachdem wir wissen, wie wir Griffi bzw. kollisionsfreie Bewegungen generieren können, wie wir Trajektorien implementieren, wie wir grundlegende Regelungen auch realisieren können und sogar auch ein paar Algorithmen der Bildverarbeitung, die man so in der Robotik verwendet, ist es natürlich wichtig, dass wir wissen, wie wir Roboter programmieren. Insbesondere möchte ich hier auf ein aktuelles Forschungsthema hier eingehen. Klar, die klassischen Methoden zur Roboterprogrammierung hier auch erwähnen, aber auf das, was wir Programmieren durch Vormachen oder Lernen vom Menschen nennen, eingehen. So, das heißt, das Kapitel wird sich so in diesen drei Hauptabschnitten gliedern. Einmal die klassische Roboterprogrammierung, dann mehr auf die grafische Roboterprogrammierung, die aufgabenorientierte Roboterprogrammierung. Und dann der letzte Teil wird sich mit dem Thema Programmieren durch Vormachen bzw. Synonym dazu Lernen vom Menschen. Was ist eigentlich die Motivation? Natürlich hat man diese Roboter vom Anfang an irgendwie programmiert, dass sie bestimmte Aufgaben durchführen. Aber wir stehen überall mit der Robotik vor großen neuen Herausforderungen. Denn es geht nicht darum, es geht darum, auch repetitive Aufgaben zu machen, wenn man jetzt hier an Automobilindustrie denkt, aber es geht darum, dass man viele Variationen von Produkten hat, dass man Klein- und Kleinstserienfertigung haben will in der Produktion bis hin zu Unikatfertigung, also Prototypen, und das auch mit Roboterunterstützung. Wie bereits erwähnt, die Produkte, die haben viele Ausstattungsvarianten. Deshalb ist auch eine höhere Rekonfigurierbarkeit von den Systemen oder von den Robotern, die man hier anwendet, notwendig. Das heißt, hier ist ein enormer Bedarf an einer flexiblen Fertigung. Stellen wir uns mal vor, ein Roboter, der einen PC zum Beispiel zusammenbauen will, soll, beziehungsweise ein 3D-Drucker. Das sind natürlich große Herausforderungen, vor denen man hier steht und wo die Robotik natürlich Antworten hier liefern muss. Nicht nur im Bereich Produktion, sondern auch im Servicebereich. Also wenn wir jetzt hier die Beispiele aus Handel, aus der Pflege, aus Handwerk nehmen, da sieht man hier, dass man immer wieder, dass man es immer wieder mit neuen Aufgaben zu tun hat. Und wenn diese Roboter in der Lage sein sollten, diese vielseitigen Aufgaben oder die Variationen der Aufgaben auszuführen, dann müssen sie natürlich auf eine einfache Art und Weise programmiert werden, auch von diesen Arbeitern, die den Roboter benutzen, und nicht von einem Informatiker oder einem Roboterexperten, der weiß alles über das, was tatsächlich in dem Roboter steckt. Das heißt, wir brauchen hier flexible Möglichkeiten, oder Methoden zur flexiblen Programmierung von diesen Robotern. Natürlich, wie wir wissen, wir forschen hier an humanoider Assistenzrobotik in unserer Forschung. Das heißt, da geht es auch darum, solche komplexen Aufgaben auszuführen, nicht immer wieder wohldefinierte Werkstücke, die man manipuliert, zusammenschweißt, montiert, sondern man muss hier beliebige Objekte manipulieren, man muss komplexe Aufgaben vielleicht lösen in komplexen Umgebungen, wo man auch eine große Anzahl von Bewegungsfreiheitsgraden hat, wie bei einem humanoiden Roboter. Und deshalb sind Methoden zur intuitiven und flexiblen Programmierung dieser Roboter unerlässlich. Und eine zentrale Methode, auf die ich in diesem Kapitel eingehen werde, ist das Lernen aus Beobachtung des Menschen. Also Programmieren durch Vormachen, so wie diese Wörter mal das eigentlich ausdrücken. Das heißt, ein Mensch demonstriert etwas, der Roboter beobachtet,
interpretiert, was gerade demonstriert wurde, und versucht, das Wesentliche aus dieser Demonstration zu extrahieren, um sinnvolle, um die zugrunde liegenden Fähigkeiten oder Aktionen, die notwendig sind, um die Aufgabe auszuführen, zu extrahieren, zu lernen und natürlich auf sich selbst abzubilden. Gerade wenn wir jetzt einen nicht humanoiden Roboter haben, da sind ja Unterschiede der Kinematiken und Dynamiken, die berücksichtigt werden müssen, wenn der Roboter jetzt irgendwas auch speist oder ein Holz sägt oder ähnliches. Aber auch bei humanoiden Robotern haben wir diese Kinematiken und da müssen wir uns natürlich mit dem Problem der Abbildung von diesen menschlichen Demonstrationen auf den Roboter beschäftigen. Aber vorher mit der klassischen Programmierung von Robotern und mit allen Methoden, die man so in der Literatur kennt, wie man auch Industrieroboter programmiert und nicht nur jetzt hier humanoide Roboter. Und da werde ich hier einen Überblick geben. Da unterscheidet man hier bei dem Verfahren zwischen Online- und Offline-Verfahren. Und wie der Name es sagt, Online wahrscheinlich so Laufzeit, also direkt am Roboter, Offline. Das heißt, ich schreibe irgendwo mein Programm und führe das nachher auf dem Roboter. Und da werden wir jetzt hier die unterschiedlichen Methoden, vielleicht einige von denen werden wirklich nur selten benutzt, aber alle diese Methoden, die werden nach wie vor eingesetzt im Kontext von der Produktion, Industrierobotik und deshalb hier auch behandeln wir sie auch hier in dieser Vorlesung. Das heißt, direkte Verfahren, wo man direkt am Roboter programmiert. Das heißt, man braucht tatsächlich den Roboter, wo man Punkte einfährt und speichert. Und wir wissen, wenn wir solche Punkte einer Bahn abspeichern, dass wir unterschiedliche Möglichkeiten zwischen diesen Punkten, unterschiedliche Möglichkeiten haben, um zwischen diesen Punkten zu interpolieren. Das kennen wir alles. Oder man fährt eine komplette Bahn und speichert die Bahn. Also speichert beispielsweise alle Gelenkwinkel vom Roboter und dann führt die Aufgabe später aus. Es gibt aber andere Varianten, wo man Modelle von den Robotern benötigt, mindestens kinematische Modelle, also ähnliche kinematische Modelle, der sogenannte Master-Slave-Methoden, wo man einen kleinen Roboter hier hat oder einen Roboter hier bei mir auf dem Tisch und einen Roboter in einer entfernten Umgebung und durch Bewegungen von dieser Kinematik oder die Bewegung des einen Roboters, des Masters, wird auf dem Slave abgebildet und damit kann man natürlich auch Trajektorien programmieren, kann man auch entfernte Roboter, zum Beispiel im Weltall, teleoperieren oder sogenannte Sensor unterstützt die Programmierung, wo man die Trajektorien nicht durch Abfahren, sondern durch die Identifikation zum Beispiel von einer Werkstückkontur definiert und dann diese Kontur als Vorgabe, als Sollwert für den Endeffektor des Roboters gibt. Offline-Programmierung bedeutet, wir haben irgendwelche Programmiersprachen, wir haben irgendwelche Umgebungen, wo wir tatsächlich Programme schreiben, wie Go to P1, Go to P2, Go to P3 und so weiter und so fort. Natürlich, also solche Befehle. Wir haben einen Befehlssatz für die Programmierung von einem Roboter, wie in jeder Programmiersprache. Und da unterscheidet man hier auch unterschiedliche Varianten, auf die wir gleich zu sprechen kommen werden. Beziehungsweise so einfacher für den Menschen, beziehungsweise damit Leute, damit Menschen nicht Roboterprogrammiersprachen lernen müssen. Man macht das Ganze ein bisschen einfacher, wo man diese Programmierung mit Hilfe von grafischen Elementen und hier auch entweder bewegungsorientiert oder aufgabenorientiert durchführt. Ich könnte jetzt dieses Kapitel eigentlich beenden und könnte jetzt die nächsten Folien mal einfach so euch geben zum Nachlesen. Und je nachdem, was ihr verwendet, schaut ihr rein, was gibt es hier für Methoden.
Das ist vielleicht nicht so ganz fair der klassischen Roboterprogrammierung gegenüber. Und deshalb werde ich hier auf die einzelnen Punkte ein bisschen genauer eingehen. Natürlich ist es so, dass die Programmierung von Robotern nicht ausschließlich offline und online erfolgt, sondern es gibt auch hybride Verfahren, also die praktisch von offline und online bestimmte Konzepte und Ideen benutzen. Und was ganz zentral für uns bei der intuitiven oder flexiblen Programmierung von Robotern, und zwar von Laien, nicht von Roboterexperten, ist die Möglichkeit zu interagieren mit dem Programm, was wir generieren. Ja, also diese interaktive Programmierung, dass wir die Möglichkeiten haben, etwas zu korrigieren oder etwas, neue Beispiele zu geben, wie eine bestimmte Aufgabe gelöst werden kann. Also die interaktive Verfahren zur Roboterprogrammierung und hier natürlich das Programmieren durch Vormachen, wo der Mensch im einfachsten Fall nur demonstriert, aber bis hin zu kommentiert, ja, indem er Korrekturvorschläge beispielsweise über natürliche Sprache macht. So weit werden wir in der Vorlesung nicht gehen, aber wo diese Interaktion tatsächlich mit dem Roboter hier möglich ist. So, das heißt, wenn wir jetzt hier diese Roboterprogrammierverfahren klassifizieren, wie dieses Diagramm, dieses bunte Diagramm jetzt entstanden ist, dann sind die Kriterien hier einmal der Programmierort, also direkte oder indirekte Programmierung, Abstraktionsgrad der Programmierung und Art der Programmierung, wie das tatsächlich erfolgt. Und das, wir fangen mit dem ersten an. Das heißt, Programmierort online bzw. offline bedeutet, dass die Programmierung direkt am Roboter, also letztendlich an der Robotersteuerung erfolgt. Und in der Literatur findet man auch hier die Begriffe direkte oder prozessnahe Programmierung für Online-Programmierung, während die Offline-Programmierung kann ohne Roboter erfolgen. Also man benötigt den Roboter nicht, um so ein Programm zu erstellen, mit Hilfe von textuellen, grafischen oder mit Hilfe von auch interaktiven Methoden. Und in der Literatur wird diese Art der Programmierung indirekte bzw. prozessferne Programmierung. Und auch hier gibt es hybride Verfahren, die so eine Mischung aus beiden sind. Der zweite Punkt ist der Abstraktionsgrad der Programmierung und da unterscheidet man hier zwischen impliziter und expliziter Programmierung. Oh, was ist da hier los? Impliziter und expliziter Programmierung und bei der expliziten Programmierung oder roboterorientierte Programmierung werden Bewegungen, das ist also eine imperative Programmierung, da werden Roboterbewegungen und Greiferbewegungen direkt in die Programmiersprache eingebunden. Da hat man die entsprechenden Befehle bzw. die Möglichkeiten, um das realisieren zu können. Und da beantwortet man natürlich hier die Frage, wie ist etwas zu tun? Also wie soll praktisch also dieses Objekt hier auf dem hier gestellt werden oder dieses Objekt in dem hier reingesteckt werden, je nachdem, was das für eine Aufgabe ist. Und natürlich bei dieser roboterorientierten und expliziten Programmierung bedeutet, wie soll ich das machen? Ich soll zu B2, dann zu B3, dann zu B4 gehen. Das ist, was damit hier gemeint ist. Implizit oder aufgabenorientierte Programmierung, da geht es nicht um das wie wir das jetzt hier gesehen haben bei der expliziten Programmierung, sondern ist eigentlich, was ist zu tun? Ja, das heißt, es ist mehr aufgabenorientiert. Die Aufgabe, die der Roboter durchführen soll, die muss irgendwie beschrieben werden. Das Ziel soll, dass wir vielleicht ein Schlüssel in ein Schlüsselloch reinstecken. Ja, und basierend auf dieser Beschreibung von dieser Aufgabe soll natürlich eine Sequenz von Aktionen, eine Trajektorie oder entsprechende Trajektorien generiert werden, um das zu erreichen. Man merkt hier, dass es keine triviale Aufgabe ist, denn man muss ja Modelle von der Umgebung zunächst mal haben. Der Roboter muss ein Verständnis
von dem Ziel der Aufgabe haben. Das heißt, die Aufgabe muss spezifiziert werden. Was sind die involvierten Objekte? Was ist der aktuelle Zustand der Umgebung und wie soll der Zustand der Umgebung aussehen oder der Welt aussehen, wenn ich diese Aufgabe auf eine erfolgreiche Art und Weise realisiert habe? Und da muss man natürlich hier solche Programme schreiben, die sowas realisieren. Und wenn man solche Programme erstellt, dann testet man sie normalerweise so in Simulationsprogrammen. Klar, man braucht hier Modelle der Umgebung, man braucht eventuell, wenn es um das Greifen von Objekten geht, die entsprechenden Kontaktmodelle, die wir kennengelernt haben zur Bewertung von Griffqualitäten von Objekten. Man braucht Modelle der Bildverarbeitung, also der visuellen Wahrnehmung, wenn irgendetwas visuell wahrgenommen werden, also Sensormodelle, aber auch Aktormodelle, um tatsächlich solche Aufgaben lösen zu können. Das dritte Kriterium für die Klassifikation war die Art der Programmierung, nochmal direkt, textuell, grafisch und gemischte Verfahren. Und das heißt, wenn wir hier unser Diagramm mal betrachten, dann sind wir in dieser Hälfte. Und bei den direkten Verfahren, wie man hier sieht, haben wir vier unterschiedliche Möglichkeiten zur Programmierung. Also direkt bedeutet am Roboter, ja, oder an der Robotersteuerung oder am Prozess. Einmal Teach-In-Programmierung, Playback-Programmierung, Master-Slave-Programmierung, habe ich bereits erwähnt, so zum Beispiel für die Teleoperation und die Sensor-unterstützte Programmierung. Und das kennt ihr eigentlich, also da brauchen wir nicht groß drüber zu reden, Teach-In-Programmierung. Wir haben ja diese Teach-Panels hier für jeden Roboter, da sind ja viele Knöpfe drauf. Normalerweise sind das jetzt Möglichkeiten, um beispielsweise den Roboter im kartesischen Raum oder im Gelenkwinkelraum zu steuern. Das heißt, man kann einzelne Gelenke bewegen. Man kann Befehle, die einzelnen Gelenke bewegen oder Positionen im Raum spezifizieren, also im Workspace. Man kann auch Geschwindigkeiten spezifizieren. Man kann Befehle an den Greifer vorgeben. Und wenn man das hier alles hat, also alles praktisch über diesem Panel, manche haben auch so einen Joystick, damit man schnell navigieren kann über diese grafische auch Überfläche und kann man hier die Werte mal eintragen. Und für jeden Punkt, dann speichert man diese Punkte und hat man mehr oder weniger eine Trajektorie, die man abfahren will. Zum Beispiel zum Schweißen, zum Beispiel zum Montieren oder Ähnliches. Genau, das ist so ein Beispiel, das ist so ein Roboter, mit dem ich vor ungefähr 15 Jahren gerne gespielt habe. Und das war hier so eine Teachbox. Das war ein Roboter mit 5 Freiheitsgraden, also der RM501 von Mitsubishi. Und da sieht man hier für die unterschiedlichen Freiheitsgrade Plus, Minus, für die Basis, für die Schulter, für Ellenbogen, für das Handgelenk, für die Handdrehung und dann für den Greifer. Ja? Und da sieht man hier also an diesem sehr einfachen Teaching Box hier, welche Möglichkeiten man hat. Man kann Trajektorien speichern. Man kann Punkte löschen, zum Beispiel, die man vielleicht gespeichert hat. Und wenn man alles hier abgespeichert hat, kann man auf Move gehen und dann der Roboter führt praktisch die Punkte wieder ab. Also das heißt, die Vorgehensweise ist klar, anfahren von markanten Punkten der Bahn, die uns interessieren. Die Bahn ist eine Folge von Zwischenpunkten, zwischen denen die Robotersteuerung natürlich mit eins der Bahnsteuerungstechniken, die wir kennengelernt haben, zum Beispiel Point-to-Point, Synchron, Asynchron etc., abfährt. Die Gelenkwinkel werden gespeichert. Man kann die gespeicherten Werte zum Beispiel um weitere Parameter ergänzen, wie Geschwindigkeiten, Beschleunigungen und die Anwendung, wie es hier steht, Fertigungsindustrie, Punktschweißen, Nieten oder Pakete vom Fließband nehmen. Ja? Also das sind immer wieder die gleichen Trajektorien. Also wenn man weiß, wo dieses Paket ist, die man ausführen muss. Die zweite Möglichkeit ist Playback. Ja? Playback, das heißt irgendwie, ich führe was aus mit dem Roboter, also direkt am Roboter, nicht ich als Mensch.
Und speichere wahrscheinlich auch diese Information, Gelenkwinkel, Gelenkwinkelgeschwindigkeiten, vielleicht auch Drehmomente, wenn der Roboter sowas tatsächlich zur Verfügung stellt, oder Kräfte am Endeffektor. Und somit habe ich meine Bahn. Ja, das heißt, wir müssen in der Lage sein, den Roboter tatsächlich so an die Hand zu nehmen und zu bewegen. Man redet auch von einem kinästhetischen Teaching oder Lernen. Das heißt, die Robotersteuerung muss, oder mindestens ein Modi der Robotersteuerung muss eine sogenannte Drehmomentregelung ermöglichen oder Zero Force Control, sodass man den Roboter tatsächlich basierend auf Kräfte führen kann. Da fährt man dann hier diese Bahn, speichert die Werte, und dieses Speichern der Werte kann natürlich automatisch erfolgen. Das heißt, bei jedem Taktzyklus, also mit der Taktfrequenz der Regelung, werden alle Werte, die uns interessieren, gespeichert oder kann manuell getriggert werden, wo manche Roboter so eine Taste haben, wo man draufdrückt, und das heißt, die Position will ich jetzt speichern. Das heißt, bei solchen Verfahren kann man keine Geschwindigkeiten, weil man muss ja fast anhalten, beziehungsweise man kann die Geschwindigkeiten nicht so genau spezifizieren. Das ist natürlich eine sehr gute Möglichkeit, um Bahnen zu programmieren, die man mathematisch sehr schwer beschreiben kann. Ja, also wenn wir sehr komplexe Bahnen vom Endeffektor haben, dann und wir Menschen können das nachführen oder beziehungsweise realisieren mit dem Roboter, dann ist es einfacher natürlich als komplexe mathematische Beschreibungen dieser Bewegungsabläufe zu erstellen. Natürlich auch die ganze Erfahrung von einem Handwerker oder von einem Bediener, die fließt mit ein, weil er weiß ja eigentlich, wie beispielsweise bestimmte Stellen zu polieren sind oder zu lackieren sind oder zu kleben sind. Das heißt, dieses Wissen über die Aufgabe wird implizit mit hier berücksichtigt, weil das ist ja der Bediener, der dem Roboter tatsächlich oder die Bahn so programmiert, dass sie ausgeführt wird auf die beste Art und Weise, die der Bediener schon eigentlich kennt. Und das sind zwei Möglichkeiten, wie ich bereits erwähnt habe. Also manuell sieht man hier an diesem Beispiel, das haben wir bereits gesehen in der Vorlesung, wo man hier zum Beispiel den KUKA-Leichtbauarm hier durch einen Tastendruck hier, also beziehungsweise im Drehmomentregelung kann man den Arm führen, und durch einen Tastendruck speichert man diese Positionen P1, P2, P3, P4, um zum Beispiel diese Schraube in das Loch hier reinzutun. Die andere Variante, wo man sagt, okay, ich kann jetzt beliebig den Arm hier bewegen, also auch über eine Drehmomentregelung hier von dem Armer 6. Das ist auch ganz wichtig, natürlich auf diese Art und Weise generiert man Daten, aus denen man was lernen kann, also der Roboter was lernen kann. Und da sieht man hier, dass eine Person den Arm hier an unterschiedlichen Positionen eigentlich anfassen kann und bewegen kann im Raum. Da werden hier die Gelenkwinkelpositionen, da werden die Gelenkwinkelgeschwindigkeiten abgespeichert. Abgespeichert, und so dass der Roboter diese wieder verwenden kann. Ja, also das heißt, die zentrale Aussage oder oder Voraussetzung, die ein Roboter erfüllen muss hier für dieses Kinesthetic Teaching, ist, dass man in der Lage sein muss, den Arm so zu führen, wie hier in diesem Video zu sehen. Gut, direkte Programmierung Playback. Ein Nachteil ist natürlich, dass man diesen direkten Kontakt mit dem Roboter hat. Also dadurch können natürlich Risiken entstehen, die man berücksichtigen muss, gerade wenn der Mensch so nah am Roboter ist. Höherer Speicherbedarf steht hier auf der Folie bei höherer Abtastrate, mit der man die Werte, also die Gelenkwinkelwerte beispielsweise abspeichert. Das ist heute zumindest jetzt bei vielen, also es sei denn, man hat wirklich sehr, sehr ressourcenbeschränkte Systeme, aber das ist heutzutage kein Problem mehr.
Natürlich hat man keine so optimalen Korrekturmöglichkeiten. Also wenn ich jetzt hier diesen Arm entlang einer sehr schwer, mathematisch sehr schwer zu beschreibenden Trajektorie führe und ich mache einen Fehler, dann kann ich vielleicht nicht sagen, ab da will ich noch speichern. Geht es vielleicht? Ich gehe in meine Files und ich gucke, ab welchem Zeitpunkt muss ich schneiden. Aber diese Korrekturmöglichkeiten, die sind nicht so optimal. Die nächste Variante ist Master-Slave-Programmierung. Und wie man sieht hier, man hat zwei Roboter-Arme gleicher Bauart. Ja? Der eine kann natürlich vielleicht kleiner sein, aber hat die gleiche Kinematik. Der kann nicht so viel tragen. Der ist vielleicht ein Spielzeug. Ja? Und der andere ist der richtige Roboter, der vielleicht Tonnen bewegen kann oder der in weit entfernten Umgebungen ist. Und dieser Master hier, der steht dort, wo der Bediener tatsächlich ist und wird dann bewegt auf die eine oder andere Art und Weise. Also zum Beispiel mit den Methoden, die wir vorher kennengelernt haben, müssen wir den bewegen. Und diese Bewegungen werden dann auf dem Masterarm übertragen. Das heißt, wir haben einen kleinen, leicht tragbaren Masterarm. Mit einem kinematischen Modell, was auch dem kinematischen Modell vom Slave-Roboter entspricht. Die Bewegung vom Master-Roboter wird auf dem Slave übertragen und somit wirkt der Slave-Roboter als ein Kraftverstärker. Ja? Anwendung, Handhabung großer Lasten, beziehungsweise die Steuerung von entfernten Robotern in menschenfeindlichen oder von Menschen nicht erreichbaren Umgebungen wie im Weltall oder in kontaminierten Bereichen beispielsweise. Die Vorteile und die Nachteile, natürlich ist es teuer. Ich brauche zwei Roboter und dieses Spielzeugroboter, der muss genau sein. Also da muss tatsächlich die gleiche Auflösung im Sinne von Gelenkwinkelauflösung, die Steuerung muss auch entwickelt werden. Das heißt, man hat immer zwei Systeme, die man entwickeln kann. Vorteil ist natürlich, dass man hier auf diese Art und Weise schwerste Roboter programmieren kann. Ja. So, das nächste wären die sensorgestützte oder unterstützte Programmierung. Und da unterscheidet man hier zwischen zwei Varianten, einmal die manuelle und einmal die automatische. Das heißt, der Bediener führt mit einem Zeigegerät, also Leuchtstift oder Laserstift, entlang einer bestimmten Bahn, die man abfahren will. Und anschließend, Entschuldigung, was hier passiert, wird natürlich diese Bewegung erfasst. Also wenn ich jetzt mit einem Laserpointer oder mit einem Stift irgendwie zeige, fahre mal entlang dieser Wand hier, dann muss natürlich diese Bewegung durch externe Sensorik erfasst werden, also zum Beispiel Lichtstrahl oder wo ich drauf zeige. Und das ist dann eine Trajektorie im kartesischen Raum. Das heißt, wenn wir diese Trajektorie nehmen, oder wir können diese Trajektorie nehmen und als Sollwerte für unsere inverse Kinematik verwenden, die inverse Kinematik berechnet für uns die Gelenkwinkel und dann speichern wir diese Gelenkwinkel und haben wir unsere Trajektorie. Es gibt aber Varianten, wo das Ganze so ein bisschen automatisch erfolgt. Das heißt, man definiert einen Start- und Zielpunkt mit so diesem Zeigegerät oder Zeigeelement, ja. Und zwischendurch natürlich wird irgendwie eine Trajektorie generiert, beispielsweise lineare Interpolation oder irgendeine Art von Interpolation, vielleicht auch Bewegungsplanungsmethoden, wenn man will. Und da kann man hier sensorisch natürlich bestimmte Sachen korrigieren. Also beispielsweise, wenn es hier um Schleifen oder Entgarten von Werkstücken geht, da kann man natürlich hier über einen Kraftmomentensensor bestimmte Werte korrigieren. Ja, also praktisch diese Sollkontur entlang derer
der Roboter fahren soll, kann abgetastet werden und dann auch verwendet werden, um die Trajektorie abzufahren. Nachteile, Fehler bei der Erfassung der Bahn, Verdeckung von Teilen der Bahn. Also wenn ich mit meinem Pointer jetzt irgendwie durch die Fläche oder durch eine Säule und so weiter gehe, dann werden diese Teile der Bahn natürlich nicht so richtig verwendbar sein. Und natürlich können wir auf diese Art und Weise diese handwerkliche Erfahrung vom Bediener auch nicht berücksichtigen, wie bei den anderen Beispielen, die wir gesehen haben. Zusammenfassend für diese direkte Programmierung kann man sagen, die Vorteile, das sind schnelle Methoden, wenn es darum geht, einfache Trajektorien zu programmieren. Man kann sie sofort anwenden. Fehleranfälligkeit sehr gering. Der Bediener braucht überhaupt nicht zu wissen über Informatik-Programmiersprachen oder Roboter-Programmiersprachen. Und wir brauchen überhaupt keine Modelle der Umgebung. Ja. Die Nachteile, wenn die Trajektorien komplex sind, dann kann das Ganze aufwendig sein. Und da können wir können nur direkt programmieren. Das heißt, wir brauchen immer die Roboter. Und natürlich die Programme, die wir erstellen, die sind roboterspezifisch. Also ich kann nicht auf diese Art und Weise eine Trajektorie oder eine Bahn programmieren vor den AMA 6 und dann übertrage ich das auf einen Franka Imica Roboterarm oder ähnliches. Ja. Dadurch, dass man im nahen Kontakt, also mit dem Roboter arbeitet, besteht hier Verletzungsgefahr. Also ist vielleicht an der Stelle übertrieben, aber ich will es immer wieder betonen, weil das ist natürlich sehr wichtig, wenn Menschen zusammen mit Roboter arbeiten, dass wir für die absolute Sicherheit des Menschen sorgen müssen. Und wenn wir auch alles so ein bisschen, alles, was ich bis jetzt gesagt habe, wenn wir darüber nachdenken, dann haben wir überhaupt kein Wort darüber gehört, dass diese Bahnen, die wir erzeugen, irgendwie anpassbar sind auf neuen Gegebenheiten. Also es folgt nichts, was jetzt so generalisierbar ist, was ich übertragen kann und für andere Werkstücke, andere Situationen, zum Lackieren anderer Autos oder andere Teile von Autos verwenden kann. So. Ich sehe ein paar Fragen im Chat. Ja, Folien sind auch normal. Okay, das war vom Anfang an. Schaut alles normal aus, sieht gut aus. Gibt es auch Mischvarianten? Das ist eine Frage von 18:12 Uhr. Mischvarianten, ist die Frage beantwortet oder besteht die Frage noch? Es gibt fast immer diese Mischvarianten. Das habe ich beantwortet. Ja, danke dir. Okay, also steht hier auch die Frage beantwortet. Gut, dann gehen wir weiter zu den textuellen Programmierverfahren. Ich glaube, da braucht man hier nicht viel darüber zu reden, wenn man hier an Informatiker oder Mechatroniker, Maschinenbauer, die kennen alle Programmiersprachen. Das heißt, wir haben tatsächlich eine Roboterprogrammiersprache. Also wie ein C++ oder wie ein C oder ähnliches. Und wir programmieren diese Trajektorien, die wir hier sehen, mit Hilfe von Roboterprogrammiersprachen. Ja? Und das heißt, man merkt, es geht nicht darum, jetzt hier das zu machen, was ich immer erzähle in der Vorlesung mit einem Roboter, der zu Hause uns hilft und Teig macht und den Tisch deckt und so, sondern es geht so um einen Lower Level, also niedrigeren Level der Programmierung von der Roboter, wo ich eine Robotersteuerung habe und diese Robotersteuerung natürlich kann Schnittstellen zu höheren Programmiersprachen der Informatik, die wir kennen, aber wir programmieren jetzt wirklich in dieser Robotersteuerung. Und da sieht man hier, da gibt es unterschiedliche Roboterprogrammiersprachen wie VAL, wie V+, für Stäubli, also fast jeder Hersteller von Industrierobotern hat seine eigene Roboterprogrammiersprache, also zum Beispiel Rapid von ABB oder KRL von KUKA und VAL und V+ von Unimation oder Stäubli. Und in diesen
Das heißt, man hat dort eine definierte Syntax der Programmierung und kann man seine eigenen Programme schreiben, wie wir gleich sehen, anhand von einem Beispiel. Aber die Vorteile ist natürlich, dass die Programmierung hier unabhängig von einem Roboter, vielleicht der jeweiligen Roboterklasse ist, ja, dass man hier eine strukturierte und eine vorgegebene Programmierlogik oder Syntax der Programmierung hat. Man kann auf diese Art und Weise komplexe Programme erstellen, wo man auch Hintergrundwissen wie Wissensbasis, Weltmodell, irgendwelche Sensormodelle und so weiter und so fort berücksichtigt, wenn die Programmiersprache das erlaubt und wenn diese Sensoren beispielsweise oder dieses Weltmodell für die Ausführung der Aufgabe notwendig ist. Der Nachteil ist, der Bediener benötigt Programmierkenntnisse. Also das ist wie jede Programmiersprache, die muss man lernen, vielleicht nicht so heftig wie andere Programmiersprachen, weil die Befehle einfacher, aber das muss man lernen. Und hier ist ein Beispiel für so eine textuelle Befehlcodierung, also in DIN 66025. Das heißt, ein Programm, was man hier erstellt, ist eine Menge von nummerierten Sätzen. Ja? Beispiel N70G00X02Z12 in dieser Norm hier bedeutet, das ist eine Codierung, also wie ein Maschinencode eigentlich für etwas, was heißt Werkzeug im Eilgang, deshalb der Mod G00 an Position X gleich 20 und Z 12 bewegen. Und N70 ist die Nummer von diesem Satz, was wir verwenden. Ja? Also wir verwenden, das ist dann etwas wie ein vielleicht Go-To oder Move und das ist eine Nummer von einem Satz, von einem Befehlssatz dieses Roboters und auf diese Art und Weise werden solche Programme textuell erstellt. Wie ich bereits erwähnt habe, es gibt unterschiedliche hier Sprachen wie APT oder EXAPT und das sind hier so Beispiele, wie man in dieser Sprache Sachen definiert, also zum Beispiel P1 ist Point 20 und 12, ja, also das sind die Punkte hier, Eilgang, das heißt Rapid, ja, und Go-To P1 bedeutet eigentlich positioniere den Tool Center Point auf die Position P1. Es gibt auch andere textuelle Programmierverfahren, also verbindungsprogrammierte Steuerung, also wo tatsächlich die Steuerung in Hardware gegossen wurde. Also das heißt, für jeden Roboter hat man die eigene Steuerung, so wie fest verdrahtete Steuerwerke bei Prozessoren. Also wir haben eine fest verdrahtete Logik, die praktisch die Programme repräsentiert oder realisiert. Und wenn wir natürlich etwas an dem Programm dann ändern, dann müssen wir die Hardware ändern. Das heißt, es ist etwas, was sehr unflexibel und im Gegensatz dazu speicherprogrammierbare Steuerungen, also wo man zum Beispiel Programmable Logic Controllers hat, wo die Steuerung und der Regelungsablauf tatsächlich in dieser programmierbaren Logik programmiert oder realisiert werden. Und wo man eine größere Flexibilität hat im Vergleich natürlich zu einer fest verdrahteten Steuerung. Entschuldigung. Gut, wie ich bereits erwähnt habe, es gibt immer Mischformen, es gibt hybride Verfahren hier aus beiden Welten, also online und offline. Und was bedeutet hybride Verfahren? Das heißt zum Beispiel grafische Programmierung basierend auf der sensoriellen Erfassung von Benutzervorführungen. Ja, also wir sind in der Lage, einen Roboter mit einfachen grafischen Elementen zu programmieren oder in eine grafische Umgebung zu programmieren, basierend auf sehr einfachen Sachen, zum Beispiel Demonstrationen des Menschen, zum Beispiel die Trajektorien, die mit einem Zeigeelement repräsentiert wurden,
Oder wie wir sehen später, natürlich basierend auf die Bewegung des Menschen selber oder basierend auf Daten, die man anhand von Bewegung des Roboters im Kinesthetic Teaching Mode realisiert hat. Und auf diese Art und Weise kann man natürlich Programme erstellen und diese Programme zunächst mal in Simulation prüfen, beziehungsweise auf Korrektheit prüfen. Wird es jetzt kollidieren? Wird es funktionieren? Und so weiter und so fort. Und die Vorteile, natürlich der Programmierer braucht hier weniger Programmierkenntnisse als bei der textuellen Programmierung. Er muss ja die Syntax der Sprache nicht kennen, sondern er hat ja diese grafische Umgebung, wo er sieht eigentlich, also jeder Mensch kann das machen. Das ist ziemlich einfach dann. Man hat auch die Möglichkeiten, Fehler zu korrigieren und man kann auch komplexe Programme schnell erzeugen. Der Nachteil, den man hier hat, wenn es darum geht, jetzt hier den Nutzer zu erfassen, die sensorielle Erfassung vom Nutzer, also vom Menschen, die ist nach wie vor sehr ungenau. Also wir können jetzt beispielsweise, wenn es darum geht, Greifaufgaben oder ähnliches mal zu erfassen und Programme zu erstellen, die das nachbilden bei einem Roboter mit einer unterschiedlichen Kinematik, das ist nach wie vor sehr, sehr ungenau. Man kann natürlich die Körperpose oder Rekonstruktion der Gelenkwinkel vom Menschen bekommen, aber online so perfekt und so genau ist es noch nicht zufriedenstellend gelöst. Natürlich braucht man auch hier leistungsfähige Hardware für die Simulation, für die Signalverarbeitung, für die Modellierung und braucht hier komplexere Modelle. Auf die grafische Programmierung will ich speziell eingehen, und zwar, wie das tatsächlich bei uns anhand von Beispielen, wie wir unsere Roboter heute programmieren, also nicht irgendwelche grafischen Programmiertechniken oder Methoden für Industrieroboter, sondern wie wir unsere armen Roboter heutzutage mithilfe von grafischen Methoden programmieren. Da will ich hier darauf eingehen, warum grafische Programmierung ist klar. Also wenn ich die Möglichkeit habe, jetzt hier durch Klickerei, sage ich mal so, dass ich hier klicke, Move to, Grasp, Lift, Place, Open, Fridge und so weiter und so fort. Da kann jeder von euch, ohne den Roboter zu kennen, ohne Programmiersprachen zu kennen, eigentlich Schulkinder sind in der Lage, komplexe Aufgaben des Now-Roboter mit Hilfe von solchen grafischen Programmierschnittstellen zu realisieren. Aber es gibt hier grundsätzlich zwei unterschiedliche Varianten der grafischen Programmierung. Einmal visuelles Teach-in. Das heißt, wir manipulieren den Roboter die Umgebung in einer 3D-Visualisierung. Ich kann den Roboter mal bewegen im kartesischen Raum oder Gelenkwinkel über so eine grafische Schnittstelle. Ich speichere die Bewegungen und dann habe ich meine Programme. Aber wie man hier sieht, benötige ich wirklich sehr genaue Modelle, also sehr genaue 3D-Modelle der Umgebung und des Roboters. Also wenn ich jetzt hier das Programmieren von Greifen von diesem Olivenöl hier machen will, dann brauche ich diese Information, wo der Roboter steht, wie genau eigentlich ist der Roboter, wie genau die Pose von dem Objekt, die 6D-Pose und so weiter und so fort. So, ist vielleicht nicht so optimal, oder, aber immerhin, da kann jeder das machen und vielleicht kostet viel Zeit und viel Nerven, damit man die richtigen Programme hier hat, aber es ist eine Möglichkeit. Die zweite Variante, man macht es ein bisschen intelligenter. Also man hat grafische Modellierungsformalismen. Ja, also man formalisiert bzw. beschreibt Aktionen oder Aufgaben von einem Roboter mit Hilfe von irgendwelchen etablierten Werkzeugen der Informatik beispielsweise. Endliche Zustandsautomaten oder der Steuerungstechnik wie Petri-Netze oder State Charts. Ja. Was bedeutet das? Das bedeutet, man hat eine Menge von Fähigkeiten und jedes grafische Element, ja, also ein State Chart oder ein Teil von diesem State Chart realisiert eine dieser Fähigkeiten und die Generierung von komplexen Roboterprogrammen bedeutet nichts anderes als diese Blöcke, diese grafischen Blöcke so zusammenzuschalten, dass es nachher wirklich was tut. Und
Man sieht hier exemplarisch dargestellt, also Move-Plattform, das wäre jetzt hier so ein endlicher Automat, also in dem Fall ist es ein State-Chart, wo die Plattform dann navigiert, berechnet eine Bahn zu einer bestimmten Position, die natürlich irgendwie von einer höheren Steuerungsebene vorgegeben wird. Und da sieht man hier, dass in diesem Zustand, beziehungsweise ja, in diesem Zustand oder State von diesem Graphen, wir nochmal die untergeordneten Sachen, wie die Geschwindigkeitsregelung von der mobilen Plattform. In beiden Fällen die Information, ob die Ausführung einer Aufgabe basierend auf sensorischer Information erfolgreich oder nicht erfolgreich war. Warum dies erfolgreich oder nicht erfolgreich Blöcke hier vorgesehen sind, und das ist Teil von einem Framework AMA-X. Einige von euch kennen das und die State Charts in AMA-X. Ja. Wir wollen natürlich komplexe Aufgaben, also lange Pläne, also Pläne ausführen mit einem Roboter. Nicht nur eine einzelne Aktion, sondern einen Plan, wie Tischdecken, wie Kiste entleeren, wie Reparaturaufgabe durchführen, ja, in unterschiedlichen Kontext. Und das heißt, diese Fähigkeiten, elementaren Fähigkeiten, die man immer braucht, wie greife, wie fahre, wie navigiere zu, wie Objekt, lokalisiere Objekt, hole Objekt, reich, übergebe Objekt und so weiter und so fort. Da wäre ja ganz wichtig, wenn man solche oder Beschreibungen von diesen Fähigkeiten auf allen Levels hat. Also sowohl auf der unteren Ebene, wo ich wirklich Geschwindigkeiten zu der Plattform gebe, als auch auf einer höheren Ebene, die mir sagt, ja, das war erfolgreich oder nicht erfolgreich, weil diese Information brauche ich für das Umplanen eventuell. Wenn die Aufgabe nicht erreicht wurde, dann muss ich ja schauen, woran das lag, und muss vielleicht einen neuen Plan generieren, damit ich mein Ziel erreiche. So, ich sehe eine Frage im Chat. Ich muss öfter auf eure Fragen hier achten, habe ich erfahren. Im Chat handelt es sich hierbei um G-Code Folie 28. Wir können das nachher, Raphael, nach der Vorlesung in der Fragestunde diskutieren, statt jetzt hier auf die Folie zurückzugehen. So, aber bleiben wir mal hier und wollen wir schauen, welche so grafischen Möglichkeiten hat man hier zur Programmierung. Da sieht man hier nochmal ein weiteres Beispiel, wo man hier diese Aufgabe oder die Fähigkeit Bring Object auf diese Art und Weise programmieren kann. Und diese State Charts oder endliche Zustandsautomaten eigentlich, die eignen sich hervorragend für diese Aufgaben, weil, wie ich bereits erwähnt habe, wir wollen natürlich symbolisch Pläne generieren und diese Pläne ausführen und schauen, ob sie funktioniert haben oder nicht funktioniert haben. Wir wollen auch Aktionen aus Beobachtung des Menschen, also Programmieren durch Vormachen, wo natürlich unterschiedliche Komponenten hier eine Rolle spielen. Und die textuelle Programmierung ist schwierig aufgrund der Systemkomplexität. Nicht nur bei einem humanoiden Roboter, sondern allgemein ein Roboterarm mit einer Hand, das ist schon eine große Komplexität. Außerdem sind Roboterfähigkeiten stark zustandsbehaftet. Ja, das sind immer Zustände von einem dynamischen System, die man irgendwie beschreiben soll. Und wenn man sie beschreibt und erfasst und basierend auf diese Information, dann kann man basierend auf dieser Information Schlussfolgern eigentlich, also vieles machen bis hin zum Schlussfolgern. Und die Fähigkeiten, die man realisiert in der Robotik, die sind immer zusammengesetzt aus Subfähigkeiten. Also bringe Objekt bedeutet eigentlich, lokalisiere das Objekt oder fahre zum Tisch. Bringe Objekt vom Tisch bedeutet, fahre zum Tisch, lokalisiere Objekt, fahre zur Greifposition, greife Objekt, fahre zur Übergabeposition und übergebe Objekt. Das sind immer das Gleiche. Wenn ich jetzt den Kühlschrank aufmache, dann heißt es, fahre zum Kühlschrank. Okay, öffne mal den Kühlschrank, das ist mal was anderes. Lokalisiere Objekt, greife Objekt, übergebe Objekt und schließe den Kühlschrank. Und das heißt, wenn wir in der Lage sind, tatsächlich diese Fähigkeiten zu kapseln,
Ja, und in diesen auf eine Art und Weise darzustellen, dann ist es viel effizienter als so eine textuelle Code-Programmierung, wo man immer wieder jetzt was ändern muss. Und da will ich ganz kurz hier auf diese State-Charts eingehen. Die State-Charts, die sind natürlich ein bekanntes Konzept. Das ist ein Formalismus zum grafischen Entwurf von komplexen Systemen, wurde von Hartle 1987 hier vorgeschlagen. Das ist auch die Originalpublikation hier, Visual Formalism for Complex Systems. Und die wichtigsten Features, so sieht man hier ein Beispiel, das ist ein endlicher Automat. Sieht man hier ein Beispiel, wir haben hier Zustände A, B, C und D, ja. Und da sieht man zunächst mal, die sind hierarchisch. Also der Zustand D hat wiederum zwei Kinderzustände, A und B, ja. Und auf der anderen Seite sieht man, dass wir hier Transitionen natürlich, also Kanten zwischen diesen Zuständen haben, A, Delta und Gamma P. Und diese Buchstaben auf den Kanten sind Ereignisse, also Eingangswerte eigentlich, Eingangsalphabet von einem Zustandsautomaten. Das sind, wenn das passiert oder das passiert, dann, wenn das Objekt lokalisiert, dann starte greifen. Das sind also Eingangssignale hier oder Ereignisse, auf die praktisch den Wechsel vom Zustand B in A beispielsweise bei Alpha hier triggern. Und man sieht hier, bei diesen Ereignissen kann man sogar Bedingungen eingeben. Ja? Also wechsle in den Zustand A, wenn zum Beispiel das Ereignis Gamma auftritt und wenn die Bedingung P hier erfüllt ist. Also greife das Objekt, wenn das Objekt visuell lokalisiert ist und wenn es für den Roboter erreichbar ist. Ja, das wäre jetzt so ein Beispiel P. Also, die sind hierarchisch, da sieht man hier, D hat zwei Kinderzustände. Die haben die Eigenschaft der Interlevel-Transition. Das heißt, man sieht hier, es gibt eine Transition von diesem Level, vom Zustand D auf einen Zustand B, aber auch Transitionen innerhalb von diesem Zustand D. Und weitere Eigenschaften wie Orthogonalität bzw. die Unterscheidung der unterschiedlichen Zustandsaktionsphasen, auf die ich gleich eingehen werde. Aber die Limitation von diesen State Charts ist, dass man natürlich diesen Kontrollfluss steuern oder formalisieren kann, grafisch beschreiben kann. Aber man hat keine Spezifikation für den Datenfluss, was natürlich notwendig ist und wichtig ist in der Robotik. Und wir haben uns gefragt, wie kann man trotzdem diese State Charts erweitern, anpassen, verändern, damit man sie für diese Aufgaben oder Belange der Robotik hier anwenden kann. Aber bevor ich darauf eingehe, kurz auf die Eigenschaften. Einmal die Hierarchie, das heißt, wir haben einen Zustand A, ist der Top-Zustand. Und man sieht hier, die Zustände 1.1 und 1.2 sind Unterzustände vom Zustand A mit eventuellen Übergängen hier zwischen diesen Zuständen, die natürlich durch bestimmte Ereignisse getriggert werden. Dann sieht man hier, dass beide Zustände wiederum auch Unterzustände haben können, also deshalb hierarchische Zustandsautomaten oder hierarchische State Charts. Und ganz besonders hier beim Betreten eines Zustands oder eines Unterzustands geht man immer in einen sogenannten, in den initialen Kindzustand von diesem. Ja, das heißt, wir gehen hier zunächst mal da rein und wenn wir hier reingehen in State 1, gehen wir hier in diesem Kind-State von State 1 und in State 1.1 wiederum in den initialen Kindzustand von 1.1, also in 1.1.1.
So, Interlevel-Transitionen bedeutet eigentlich, dass diese Übergänge hier nicht innerhalb von so einem Block, sondern zwischen solchen zwei Zuständen auf unterschiedlichen Leveln erfolgen kann. Ja, also nicht ein Übergang zwischen 1.1 und 1.2, sondern auch ein Übergang zwischen 1.1.2 und 1.2.3. Orthogonalität bedeutet, dass wir hier parallel diese unterschiedlichen Zustände ausführen können. Ja, also Zustand 1.1 und 1.2 können tatsächlich parallel ausgeführt werden. Und das ist ganz wichtig und ganz zentral in der Robotik. Wenn der Roboter beispielsweise jetzt hier das Objekt greift, soll parallel weiterhin den Menschen tracken. Ja, das sind so viele parallele Aufgaben, die man im Kontext der Robotik benötigt. Und deshalb ist diese Fähigkeit oder diese Eigenschaft natürlich notwendig, dass ich diese Zustände und diese Zustände, die können ja was Komplexes sein. Also das eine kann beispielsweise greifen und das andere kann beispielsweise Mensch tracken. Oder das eine kann navigieren und navigieren mit der mobilen Plattform und das andere suchen von Objekten. Ja. Das heißt nicht nur Regelung oder Kombination aus Regelung und Vision, sondern die können auch unterschiedlich heterogen in der Art der Daten, die sie verarbeiten. Ja. Genau. Die nächste Eigenschaft sind diese Zustandsphasen von C-Charts. Das bedeutet, beim Betreten vom Zustand wird zuerst eine Aktivität, ein sogenanntes Entry ausgeführt, bevor jetzt dieser Zustand 1.1 betreten wird. Ja, wird irgendwas initialisiert und so weiter, brauchen wir jetzt nicht drüber zu reden. Dann die Aktivität throughout wird ausgeführt, wenn dieser State tatsächlich, wenn irgendetwas hier passiert. Das heißt, anhand von diesen Aktivitäten können wir eigentlich feststellen, was gerade passiert ist. Das heißt, wir können alles mittracken. Wir sind jetzt in den State 1 eingetreten. Wir sind noch da, wir sind noch nicht in dem initialen Kindzustand von diesem State. Und bei Throughout wissen, okay, State 1.1 läuft eigentlich noch, wenn diese Aktivität Throughout weiterhin läuft. Und natürlich müssen wir wissen, wann alles zu Ende geht. Deshalb gibt es auch eine Aktivität Exit. Das heißt, wenn dieser State hier verlassen werden soll, vor dem Verlassen, also nach Beendigung von dem, was hier erfolgen soll, und vor Verlassen von diesem State 1, ja, in dem alles erfolgt ist, muss diese Aktivität Exit ausgeführt werden. So, die Limitationen habe ich bereits erwähnt. Das heißt, keine Datenflussspezifikation. Und Datenfluss ist natürlich sehr wichtig für uns. Die Ergebnisse von einem bestimmten Zustand, zum Beispiel von der Objektlokalisierung oder Erkennung, werden natürlich für das Greifen benötigt. Das heißt, die Ergebnisse von bestimmten Zuständen, die müssen ja für die Folgezustände zur Verfügung stehen. Außerdem ist ganz wichtig, wie ich das auch erwähnt habe, die Wiederverwendbarkeit von Teilen von Programmen, die man erstellt, also Teilen von State Charts, ja, weil Greifen kann ich ja überall verwenden, unterschiedlichen Aufgaben, sei es jetzt ein Objekt auf dem Tisch, ein Objekt im Kühlschrank und so weiter und so fort. Und deshalb wäre es ja sinnvoll, dass ich diese unterschiedlichen Teile oder dass diese Teile von zu einem State Chart wiederverwendet werden können. Und wiederverwendet werden können heißt, ich muss in der Lage sein, natürlich die Parameter anzupassen. Es ist unmöglich, dass ich für das Greifen der Milch im Kühlschrank die gleichen Parameter verwenden kann wie die Tasse auf dem Tisch oder für zwei unterschiedliche Tassen auch die gleichen Parameter. Vielleicht ist die eine Tasse schwerer als die andere, hat eine andere Form und so weiter und so fort, muss vielleicht irgendwelche Griffe mal anpassen und so weiter und so fort. Das heißt, die Wiederverwendbarkeit ist natürlich unglaublich wichtig und benötigt hier Adaption von Parametern. Und um tatsächlich alles hier zu erschlagen, haben wir hier 2000
2011 angefangen, hier an diesem Framework zu arbeiten, inspiriert natürlich durch diesen Harrell State Chart Formalismus. Und hier eine komplette Erweiterung, die tatsächlich auch diese Limitationen, die ich erwähnt habe, mit Datenflussspezifikation, mit auch Fokus auf die Wiederverwendbarkeit von Elementen, ja, von Teilprogrammen und auch Fokus darauf, dass wir immer wissen wollen, ob jetzt die Ausführung der Aktionen, die mit einem Zustand assoziiert sind, erfolgreich oder nicht erfolgreich war. Weil das ist ganz wichtig für höhere Ebenen der Architektur, zum Beispiel für das symbolische Planen, für das Reasoning und für das Umplanen. Das Ganze ist verfügbar, also ein Teil von unserer Roboter-Software-Architektur, AMA-X hier. Wie ich bereits erwähnt habe, die Wiederverwendbarkeit haben wir realisiert, indem wir diese Interlevel-Transitionen eliminiert haben. Weil diese Interlevel-Transitionen, die führen natürlich zu Abhängigkeiten zwischen Kindzuständen. Und wenn man jetzt diese Zustände oder diese Teile vom State-Chart wiederverwendet, dann muss man natürlich diese Abhängigkeiten berücksichtigen. Und die einfachste Variante für uns war und ist immer noch, dass wir diese Interlevel-Transitionen, die der Harrell State Chart Formalismus vorsieht, eliminieren bzw. nicht verwenden. Genau, Erfolg, Misserfolg, eine dynamische Struktur, das heißt, dass man hier in einem existierenden State Chart zur Laufzeit einen neuen Zustand einfügen kann, der eventuell auch auf einem anderen Rechner läuft, so ein Remote State beispielsweise, könnte man ganz gut gute Beispiele geben, wenn man denkt jetzt an Bildverarbeitung und Steuerung und wo die Bildverarbeitung vielleicht auf einem Rechner mit GPU läuft. Das heißt, wie kann man diese ganze Kommunikation zwischen all diesen Zuständen und allen diesen Rechnern in so einem umfassenden Framework realisieren? Deshalb ist diese dynamische Struktur natürlich wichtig, auch die Verteilung über mehrere Host-PCs. Und natürlich auch die Verbindung von diesen grafischen Kontroll- und Datenspezifikationen mit dem Nutzer C++-Code. Ja? Also wo man auch die Möglichkeit hat, im Code bestimmte Sachen auch zu ändern. Die Leute, die Interesse haben, die können natürlich hier das Ganze mal angucken. Die können unsere Publikation hier zu dem Thema, die das Ganze beschreibt, nachlesen. Und die können gerne mit Hilfe von State Charts neue attraktive Fähigkeiten für unsere Roboter programmieren, wenn Interesse hier besteht im Kontext von Masterarbeiten, Hiwi-Jobs oder auch Bachelorarbeiten. Genau, auf diese detaillierten Erweiterungen will ich jetzt nicht hier eingehen. Das wird wirklich sehr detailliert. Ich wollte hier nur kurz darauf eingehen, also transitionsbasierter Datenfluss, hier über die Möglichkeit, dass man beliebige Datentypen definieren kann. Und natürlich die grundlegenden wie Integer, Float und String. Aber komplexe Datenstrukturen, die roboterspezifisch sind, wie Position, 6D-Pose, Matrizen, Listen und so weiter und so fort. Dann drei Parametersätze pro Zustand, und zwar Input-Parameter, Local-Parameter und Output-Parameter. Das ist alles definiert, standardisiert. Und natürlich die Parameterabbildung bei Transitionen, pro Transition. Ja? Und zwar von Ausgabeparameter des Quellzustands auf Eingabeparameter von dem Zielzustand. Das ist alles so spezifiziert und definiert, um diesen transitionsbasierten Datenfluss zu realisieren. Und auf diese Art und Weise eigentlich hat man auch keine Seiteneffekte, die man normalerweise so typisch durch globale Variablen in Code mal hat. Durch diese saubere Definition von diesen Datentypen beziehungsweise von diesen Parametersätzen pro Zustand und von der Parameterabbildung pro Transition. Verteilung über mehrere Hosts. Wichtig ist natürlich hier die Kommunikation über die Middleware Zero Eyes. Ja? Wie man hier sieht, also zwei unterschiedliche
State Charts oder State Chart Gruppen, eins auf Host X und die zweite auf Host Y. Und man sieht hier, State 3 läuft tatsächlich als Remote State hier auf dem zweiten Rechner und so weiter und so fort. Natürlich bringt das unglaubliche Vorteile hier, Lastverteilung über die Rechner, Robustheit von dem System, Fehlertoleranz und natürlich auch die Möglichkeit, dass man die Sachen so nah an der Aktorik bzw. der Sensorik ablaufen lassen kann, was natürlich vieles vereinfacht bzw. auch zur Robustheit beiträgt. Genau, die dynamische Struktur, Austausch von Unterzuständen zur Laufzeit, zum Beispiel unterschiedliche Methoden, die für Objektlokalisierung oder für das Greifen notwendig sind. Also wenn wir jetzt Objekte greifen, die wir kennen, für die wir Modelle, da läuft vielleicht ein entsprechender Teil hier für das Generierung von Greifhypothesen auf Objekte, die teilweise bekannt sind oder unbekannt sind, muss man natürlich vieles machen mit den sensorischen Daten, bevor man überhaupt irgendwelche Greifhypothesen generiert, weil da hat man keine Modelle von den Objekten und deshalb kann man natürlich hier diese Zustände austauschen, je nach der Situation zur Laufzeit. Transparente Verbindung, Unterzustand durch Parameterabbildung spezifiziert, das habe ich alles, glaube ich, erwähnt. Und ganz wichtig ist das Ganze tatsächlich für die Ausführung von Plänen, die man on the fly generiert. Also normalerweise ein intelligenter Roboter soll in der Lage sein, basierend auf der aktuellen Situation der Umgebung, basierend auf dem Ziel der Aufgabe, basierend auf die eigenen Fähigkeiten oder auf der Kenntnis der eigenen Fähigkeiten, muss er in der Lage sein, automatisch einen Plan zu generieren, um das Aufgabenziel zu erreichen. Und natürlich, wenn irgendwas schief geht bei der Ausführung von diesem Plan, wenn das Ziel auch nicht erreicht ist, muss man umplanen. Und deshalb braucht man diese Flexibilität, diese Agilität eigentlich von dem System, durch diese dynamische Struktur realisiert ist, damit man überhaupt solche Pläne ausführt, dass man umplant bei Misserfolg beziehungsweise ja, bei Misserfolg. Punkt. Gut, das Ganze, wie ich bereits erwähnt habe, ist Teil von dem AMA X mit einem grafischen Editor, Verbindung zu allen Steuerungsperzeptionen, aber auch Lernen und Planungskomponenten. Und man kann das Ganze inspizieren zur Laufzeit. Man kann wissen, was über jede Kante oder in jedem Zustand zur Laufzeit hier läuft. Sieht man hier ein Beispiel, also auch die Verbindung hier, dieses Bring Object, Move and Grasp, dann Move to Deliver Node und dann Handover Object und natürlich immer in jedem Zustand dieses Failure oder Success Zustand, damit wir wissen, wo etwas schiefgegangen ist und vielleicht auch warum. Und hier, wenn man draufklickt, natürlich die entsprechende Verlinkung zum C++-Code. Und auf diese Art und Weise kann man so, das ist jetzt ein triviales Beispiel, also wie man sieht hier, die Grafik von diesem State kann natürlich verbessert werden, wenn jemand hier oder auch diese automatische Verdrahtung kann natürlich auch optimiert werden. Also vom Aussehen hier, wenn jemand auch hier Interesse hat und stilistisch an der grafischen Darstellung von den State Charts arbeiten will, dann liebend gerne. Aber da sieht man hier auf diese Art und Weise, kann man ganz schnell solche Bewegungen wie Winken, Winken vorwärts, rückwärts und ähnliches. Aber es geht nicht nur um Simulation. Es geht nicht nur um Simulation, sondern es geht tatsächlich um die Ausführung von konkreten Aufgaben. Und da sieht man hier die entsprechenden State Charts, die hier verwendet werden, um dieses Olivenöl hier zu greifen, um zum Beispiel hier einzuschenken, sollte ja in dem Video hier sein, beziehungsweise um hier, glaube ich, abzustellen. Ja? Also das sind natürlich Fähigkeiten wie Grasp Object, wie Pur, wie Place Object und natürlich diese Teile, die werden ja immer wieder verwendet in komplexeren Aufgaben. Wir sehen hier nur einzelne Fähigkeiten. Einzelne Fähigkeiten, die der Roboter hier ausführt.
So, ich sehe hier, wie kann man sich das Programmieren mit State Charts vorstellen? Da kommt gleich die Antwort auch im Chat. Man erstellt und verbindet quasi nur Blöcke für die zu erledigende Aufgabe. Ganz genau. Das ist natürlich ein Zustandsautomat. Also das ist ja eigentlich endlicher Zustandsautomat, ja. Und der gibt natürlich eine Art Ablaufsteuerung, ja. Und momentan natürlich für die komplexen Aufgaben sind diese Zustände miteinander verbunden, aber wir können über die Parametrierung natürlich jetzt dieses Grasp-Objekt nicht nur für ein Objekt, sondern für alle Grasp-Objekte, für alle Aktionen, wo unser Roboter ein Grasp-Objekt ausführt, wird dieser State-Chart-Grasp-Objekt verwendet. Vielleicht nicht so in der Form wie hier, und das ist ein hierarchischer State Chart. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf dem grünen klicken würde im Code, dann tauche ich runter und gucke ich die Unterzustände oder die Kinderzustände von diesem Unterzustand auf diese Art und Weise. Und unser Ziel natürlich für die Zukunft, wir forschen auch daran, dass diese Sequenz oder diese Verkettung von State Charts, also für Sequenzen von Aktionen, automatisch basierend auf einem Aufgabenziel erzeugt. Ein großes Forschungsthema natürlich der künstlichen Intelligenz. Ja. Ich hoffe, die Frage ist beantwortet. Okay, danke. Genau. So viel hier zu dieser grafischen Programmierung. Also vielleicht kennen einige von euch auch die NAU-Roboter. Das sind diese kleinen Roboter, mit denen man vieles machen kann in der Forschung, aber auch in der Bildung, in Schulen. Wir benutzen sie im Rahmen von Robotik-AGs oder von Bogi-Praktika. Und da gibt es eine auch sehr, sehr ausgereifte grafische Programmierschnittstelle für diese Roboter, wo man tatsächlich hier die Blöcke zusammenzieht, miteinander verbindet und dann reingeht und die Parameter verändert. Man kann natürlich diese Blöcke auch selber programmieren, auch in diesem Choreograph von Now, in Python beispielsweise, ja, und das ist noch einfacher als jetzt vielleicht hier in C++ solche Sachen hier zu programmieren, aber ich denke, wir sind hier auf einem sehr guten Weg und würde mich sehr freuen, wenn hier tatsächlich Interesse von eurer Seite besteht an dem Thema oder an Themen, die damit zu tun haben, nicht rein jetzt diese grafische Darstellung von State Charts, sondern wirklich beispielsweise das automatische Verketten von State Charts basierend auf Interpretation von der aktuellen Situation. Gut, genau. Nun kommen wir zum nächsten Teil von diesem Kapitel, und zwar, woran wir auch wirklich forschen hier in unserer Arbeit. Und zwar, wir wollen, dass Roboter jetzt nicht so textuell beziehungsweise mit diesen Methoden durch Roboter-Programmiersprachen hier programmieren, sondern wir wollen, dass unsere Roboter vom Menschen lernen. Und deshalb beschäftigen wir uns mit dem Thema Programmieren durch Vormachen. Das heißt, klingt eigentlich sehr einfach, aber es ist eine große Herausforderung für die Forschung nach wie vor. Denn man muss natürlich menschliche Demonstrationen erfassen, visuell erfassen, und man muss sie interpretieren. Und basierend auf dieser Interpretation lernen wir ein Modell, wie diese Aufgabe, wie Teig vorbereiten oder Salat schneiden, in einem Rechner ausgeführt wird, also wie eine Aufgabe, die der Mensch ausgeführt hat, in einem Rechner dargestellt werden kann. Also mit Hilfe von Informatikmethoden dargestellt werden kann und natürlich auf eine generalisierbare Art und Weise. Das heißt, nicht nur die gleiche Aktion, sondern die Aktion, die solche überall einsetzen können, egal ob es in einem State Chart oder in einem anderen Framework. Und von dort müssen wir natürlich dieses gelernte Wissen, dieses aus menschlichen Demonstrationen gelernte Wissen, müssen wir jetzt ausführen auf einen Roboter. Und dieser Roboter, auch ein humanoider Roboter, hat andere kinematische und dynamische Modelle als der Mensch.
Auch Menschen sind unterschiedlich. Wenn der Roboter jetzt von einer kleinen, großen Person oder die gleichen Personen von der Größe her und vielleicht vom Gewicht und ähnliches, aber die führen die Aufgaben, die demonstrieren das Schneiden von einer Gurke oder das Rühren vom Salat auf unterschiedliche Art und Weise. Das heißt, unser Ziel ist so, Taskmodelle zu lernen für diese Aufgaben. Und zwar aus Demonstrationen des Menschen, aus Demonstrationen unterschiedlicher Personen, vielleicht auch nicht tausende Demonstrationen, sondern nur ein paar Demonstrationen, vielleicht nur eine einzige Demonstration. Und dieses Wissen, diese Taskmodelle müssen wir natürlich, oder die Vision der Forschung auf dem Gebiet, was ich auch teile und woran wir auch forschen, ist diese Taskmodelle dann als die Grundlage der Programmierung von beliebigen Robotern zu verwenden. Nicht nur auf einen Armer-Roboter, sondern auf einen Roboterarm, auf einen zweibeinigen Roboter und so weiter und so fort. Und das ist, was wir hier betrachten wollen als nächstes. Natürlich ist das ein sehr, sehr weites Thema und auch spannendes auf jeden Fall, aber auch weit. Eine detaillierte Betrachtung und einige Antworten auf die Fragen, die ich vorher formuliert habe, werden wir im Sommersemester in der Vorlesung Robotik 2 kennenlernen. Hier wollen wir nur die Grundlagen des Programmieren durch Vormachen adressieren. Und da will ich auf zwei Artikel hier verweisen. Einmal ein Buchkapitel in dem Handbuch der Robotik. Und einmal ein Artikel hier, auch so ein Überblicksartikel zum Thema Robot Learning from Demonstration. Das sind ja auch unterschiedliche Begrifflichkeiten, die man findet. Programmieren durch Vormachen, Imitation Learning, Robot Learning from Demonstration, Robot Learning from Observation und so weiter und so fort. Und die sind alle eigentlich, wollen alle das Gleiche. Also sie beschreiben alle das gleiche Problem. So, die Grundidee ist ziemlich einfach. Das kennen wir, aber hier, Mirko hat gefragt, could you please prepare the dough for me? Der Roboter guckt jetzt, was so hier rumliegt und sieht, ich sehe eine rote Tasse, eine grüne, eine orangene Schüssel, aber ich weiß nicht, wie man einen Teig vorbereitet. Und dann demonstriert der Mensch. Und man sieht hier, der Mensch steht nicht vor dem Roboter, sondern der Mensch demonstriert jetzt hier offline und der hat so einen Anzug. Und nach dieser Demonstration wird irgendeine Interpretation von dem, was der Mensch jetzt gemacht hat. Und der Roboter ist vielleicht in der Lage zu sehen, oh, der Mensch hat einige Sachen gemacht, die ich bereits kenne, und einige Sachen, die ich nicht kenne. Und deshalb soll ich das lernen aus dem, was er mir gezeigt hat. Und wenn alles, was ich jetzt gerade erklärt habe, geklärt ist, kann man natürlich dieses resultierende Taskmodell auf den AMA 3 abbilden und dann ausführen. Genau, das heißt, das Thema ist oder das Ziel ist, dass wir Roboter auf eine sehr intuitive Art und Weise programmieren und das soll jeder kennen, nicht nur Doktoranden, die bei mir hier arbeiten oder Postdoktoranden. Jeder, der zu Hause so einen Haushaltsroboter hat, soll in der Lage sein, dem Roboter etwas vorzuführen, zu demonstrieren und daraus soll der Roboter seine eigenen Fähigkeiten lernen. Und diese Fähigkeiten bedeutet nicht nur jetzt eine Trajektorie, sondern wir wollen Taskmodelle. Wir wollen die Aufgabe verstehen und wie diese Aufgabe repräsentiert werden kann. Für uns Menschen ist es einfach, Teig vorbereiten oder Salat schneiden, tak, 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 hier reintun, Öl, Salz mischen, das war es. Genau das müssen wir auf eine repräsentieren einem Rechner als Taskmodell von menschlichen Demonstrationen und von dort aus natürlich abbilden auf unterschiedliche Robotersysteme. Und ganz wichtig, Programmieren durch Vormachen oder Learning from Demonstration oder Learning from Human Demonstration oder Learning by Demonstration oder Imitation Learning, die implizieren Lernen und Generalisieren. Und nicht ein Playback von irgendwelchen Trajektorien oder Bewegungen, die ein Mensch gemacht hat. Also das sollen wir jetzt spätestens zu diesem Zeitpunkt, Leute, die eine Robotikvorlesung, Vorlesung Grundlagen der Robotik, Kapitel Roboter programmieren durch Vormachen, die sollen das jetzt hier ganz, ganz tief im Kopf verankern bzw. speichern.
Okay, die zwei Fragen beantworte ich, wenn ich fertig bin. Ich will heute nicht überziehen. Die sind organisatorischer Natur, ob es eine Übung zu dem Kapitel gibt. Ja, es wird eine Übung zu dem Kapitel geben. Und ob das die letzte Vorlesung sein wird? Nein, es ist nicht die letzte Vorlesung. Es gibt noch zwei Vorlesungen, die wir für euch noch gerne, liebend gerne machen wollen. Ja. So, damit wir das Thema hier abschließen, auf jeden Fall, und noch natürlich die Übung dazu. Und ich hoffe, somit sind die Fragen hier beantwortet zu Klausur, Präsenz und online. Schicken wir die offizielle E-Mail des GIT noch per E-Mail und werde auch nachher darauf eingehen. Das ist, was mich stört bei dem Chat. Ja, also, dass Fragen nicht zum Stoff kommen. Also diese Fragen können wir wirklich ans Ende verschieben. Wir haben ja eine halbe Stunde am Ende, wo wir über alles Mögliche diskutieren können. Und das stört mich natürlich, stört diesen Fluss in meiner Rede. Ja. Und deshalb habe ich ab und zu mal so vielleicht hart reagiert. Ja. Aber okay, Student. Also derjenige heißt auch Student, der jetzt hier im Chat schreibt. Ich werde darauf eingehen, aber jetzt habe ich die Vorlesung unterbrochen. Und an dem anderen, ich glaube, habe ich die Antwort schon gegeben. So, was sind die Probleme, mit denen wir also beschäftigen werden, wenn wir hier so ein System entwickeln wollen, der vom Menschen lernt und das Gelernte auf Roboter abbildet? Ach, wisst ihr, das ist eine gute Stelle, tatsächlich die Vorlesung jetzt zu beenden. Ja, und ich gebe euch nochmal 7 Minuten hier für alles, was ich überzogen habe in der Vergangenheit. Ich stoppe mal die Aufzeichnung. Also vielen Dank für die Aufmerksamkeit und das nächste Mal werden wir uns ganz genau hier mit dem Thema weiter beschäftigen. Stop Recording.